Die Arlberg-Schnellstraße S16 gilt seit langem als eine der gefährlichsten Straßen Vorarlbergs. Doch in den letzten Jahren hat die S16 einiges an Schrecken verloren. Dank Gerhard Pirchl. Er befasst sich mit sogenannten Kraftfeldern und vermutete eben solche als Grund für die vielen schweren Unfälle auf der Arlberg-Schnellstraße. Ich stellte mir die Frage, was verursacht dort in 10 Jahren 33 Tote und 120 Schwerverletzte? War die Signalisation nicht optimal? War es der Einfluss des Kraftwerkes Bratz? War es der Einfluss der Handysendemasten? Einfluss der Hochspannungsleitungen? Einfluss der Straße, des Belages, der Breite? Einfluss von außen wie Kraftfelder? Und da sah ich schon vielleicht, dass da ein Zusammenhang geben könnte. Diese Kraftfelder gehen von Steinadern aus. Steine, die das Volk der Räter zur Orientierung unter der Erde vergraben hatte. Um den Kraftfeldern dieser Steine auf den Grund zu gehen, hat Gerhard Pirchl auf der S16 schlicht und ergreifend seinen Blutdruck gemessen. Er ließ sich mehrmals im Auto die Arlberg-Schnellstraße entlang chauffieren und hat dabei permanent seinen Blutdruck gemessen. Ich war im Auto, es wurde weder erschreckt, noch so, ich sah nicht mal nach außen. Wir fuhren geradeaus und trotzdem hatte ich sehr starke Blutdruckschwankungen. Bis zu 60, 70 mm Hg. Das bedeutet, dass der obere Blutdruck, wenn Sie einen Blutdruck von 120 haben und er geht 60 runter, dann haben Sie einen oberen Blutdruck von 60 und dann vielleicht noch einen Mitteldruck von 50. Wir wissen aber, dass dann bereits das Hirn nicht mehr versorgt wird und es kommt zu einem Blackout. Damit wusste ich, dass es einen Grund geben musste, dass da ein Zusammenhang bestand von diesen großen Blutdruckschwankungen und den Unfällen. Weil die Schwankungen waren so groß, dass eindeutig hier das Hirn nicht mehr versorgt werden konnte. Wir forschten weiter, ließen uns vom Kuratorium für Verkehrssicherheit die Karte kommen, wo genau diese Unfälle passiert waren und entdeckten, dass die größte Aderndichte und die Unfälle fast deckungsgleich übereinander im Zusammenhang standen. Diese Tatsachen und auch die Blutdruckmessungen beeindruckten schließlich auch die ASFINAG. Im Jahr 2003 bekam Gerhard Pirchl den Auftrag, die Kraftfelder an der S16 zu entstören. Rund 4000 Steingräben hat Pirchl entdeckt und durch eine Umleitung der Kraftfelder wurde die Arlberg-Schnellstraße tatsächlich sicherer. Das Interessante war, nach dieser Entstörung, dass wir das erste Jahr praktisch überhaupt keinen Unfall mehr hatten, also nur ganz wenige Unfälle, keinen Toten mehr, zwei Verletzte. Also es war hervorragend, es war direkt unheimlich, wie gut diese Entstörung wirkte. Natürlich war mir klar, dass das niemals so sein konnte. Bleiben konnte. Wir können niemals alle Unfälle verhindern. Es gibt ja unzählige Unfallursachen. Aber wir konnten, und das zeigte sich, diese schweren, unerklärbaren Unfälle wegkriegen.